Inklusion ist heute in Deutschland in aller Munde. Menschen mit Behinderungen sollen nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen versorgt werden. Sie sollen als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft an allem teilhaben. Dafür, dass die Idee von Inklusion heute in Deutschland schon so selbstverständlich geworden ist, haben Menschen wie die Macher von Rambazamba gesorgt. Sie bringen seit über 25 Jahren Theaterprojekte auf die Bühne. Und ihre Schauspieler sind Menschen, die das Down-Syndrom haben, so wie 30.000 bis 50.000 andere Menschen in Deutschland. Die kleinen Schauspieler kommen aus Stettin und Berlin. Ihre Eltern sprechen Polnisch und Deutsch. Die Erfahrungen, die sie mit ihren Kindern machen, sind die gleichen. Wir lernen Menschen, vielleicht sogar neue Freunde kennen, die das Gleiche machen wie wir, nur an einem anderen Ort, in einer anderen Kultur. Wir sind sehr gespannt auf ihre Erfahrungen, wie sie damit umgehen, denn die Kinder sind gleich. Wir haben gerade die Jugendlichen mit Down-Syndrom gesehen. Tatsächlich, sie sehen genauso aus wie unsere Kinder. Und deshalb gibt es heute das binationale Theatertreffen im Rambazamba in Berlin. Das ist eine Theaterwerkstätte für Schauspielschüler. Dieses Projekt Rambazamba ist ja in der Gänze also fast 30 Jahre alt. Und begonnen hat es so klein. Und zwar als Zirkus für Kinder mit einer Behinderung. Und das war die Gruppe meines Sohnes damals. Und seitdem hat sich natürlich enorm viel verändert. Auch in Polen. Dort werden immer mehr Inklusionsschulen gegründet. Kinder mit Down-Syndrom, wie der 11-jährige Michał, haben zusätzlich das Chromosom 21. Und das gehört zur Vielfalt des Lebens. Nur für die Eltern ist es eine Erkenntnis, die erst einmal schmerzt. Anfangs ist es ein Schock. Als Michał geboren wurde, wurde meine ganze Welt auf den Kopf gestellt. Früher war Karriere wichtig, Geld, der soziale und berufliche Status. Und nach Michaus Geburt war Geld nicht mehr etwas, wonach man strebt, sondern ein Mittel, um etwas anderes zu realisieren. Etwas, was wirklich zählt im Leben. So etwas wie der Stettiner Verein Iskierka, den sie zusammen mit anderen Eltern gegründet hat. Heute eröffnen wir unseren neuen Standort. Es ist der erste Platz, den wir haben in der Welt. Hoffentlich reicht er für eine Weile. Iskierki, das heißt die Funken. Mit diesem Werbespot erzählen die Kinder, dass sie nun zwar einen eigenen Ort haben, aber dort fehlt eine Küche. Die Wände sind schmutzig, also los geht die Arbeit. Ich ist gern, dann zum Blumen, ne? Als wir mit der Renovierung anfingen, hatten wir keinen Cent. Wir wussten, dass wir 200.000 Zloty brauchen. Dieser Ort ist ein Beweis dafür, dass man auch ohne eigenes Geld etwas tun kann, mit Hilfe von Institutionen und von Menschen mit gutem Herzen. Ich bin Piotrek, ich habe das Down-Syndrom. Ich bin stark, aber ich verletze dich nicht. Ich rede viel, aber ich beleidige dich nicht. Ich habe ein zusätzliches Chromosom und das gebe ich nicht her. Das ist keine Krankheit, man kann es nicht heilen. Es gibt kein Wundermittel gegen das Down-Syndrom. Es ist eher ein anderer Seinszustand, ein Leben in einer anderen Welt, die in unserem grauen Alltag eingebettet ist. Und genau diese andere Welt bringt das Theater Rambazamba auf die Bühne, mitten in unseren grauen Alltag. Sie haben unheimlich viel gelernt darüber, wer sie sind, was sie können,
auch was sie nicht können, wo die Grenzen sind. Und die Gesellschaft hat natürlich auch sie anders wahrgenommen mit der Zeit. Und da hat das Theater bestimmt seinen Anteil. Das ist so, also dass wir eigentlich erst im Theater haben wir angefangen, so selbstbewusst und selbstverständlich Menschen zu zeigen und in die Öffentlichkeit zu bringen. Und zu sagen, hey, guckt hin, das sind sie, sie können was.